Ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zum Frühsporteln. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen uns heute so richtig wach machen, unser Herz-Kreislauf-System pushen und natürlich auch unsere Muskeln stärken, uns aufrichten, damit wir fit in den Tag starten. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Starte in der Aufrichtung, also gleich dein Brustbein anheben, Schultern locker nach hinten unten fallen lassen und nimm ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus und lass deine Arme fallen. Nochmal einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Einatmen durch die Nase und nochmal aus. Einatmen und jetzt bleibst du hier, streckst und reckelst dich in alle Richtungen. Nimm deine Hand, Flächenhand, Rücken zur Decke und nimm deine Beine mit. Und probier ruhig, in welche Richtungen du dich jetzt noch strecken möchtest, räkeln möchtest, vielleicht sogar gähnen. Noch bewegen, genießen. Ganz langsam dann wieder zur Mitte zurückkommen und deine Arme sinken lassen, locker sie aus. Und roll deine Füße am Boden ab, von der Fußspitze auf die Ferse. Du aktivierst so die Waden, deine Venenpumpen, die das Blut in den Körperkreislauf zurückschicken. Also mal ganz bewusst abrollen, Arme schwingen mit. Und dann geh am Platz, nimm deine Knie höher, die Arme auch mitnehmen, bewusst, kraftvoll, ruhig. Wir werden jetzt immer eine kleine Ausdauereinheit machen und dann eine Kräftigung, das Ganze immer im Wechsel, sodass wir wirklich richtig fit in den Tag starten können. Jetzt ziehst du deine Knie im Wechsel nach oben, einmal rechts, einmal links und nimm gleich den gegenüberliegenden Ellbogen Richtung Knie, sodass du beide Gehirnhälften verknüpfst miteinander. Das macht uns auch schon mal wacher. Rechte Körperseite bewegen mit der linken. Also rechtes Knie, linken Arm und umgekehrt. Dann langsam ohne Arme und die Füße noch einmal abrollen. Und jetzt wirst du schneller und kommst zu einem Trippel. Das heißt, du machst ganz kleine, schnelle Bewegungen. So schnell, wie es für dich passt. Du kannst dir jederzeit auch Pausen einlegen. Und bring den Puls etwas nach oben. Tempo, Tempo. Dann etwas weiter öffnen deine Beine, in einem Squat nach unten gehen, Beinkraft, komm tief, setz dich auf beide Fußsohlen, spann dein Gesäß wieder an. Also Oberschenkel in die Waagrechte, Oberkörper aufrecht, Po anspannen, hochkommen. Mal tief, Po fest. Nach oben, dein Gesäß. Schieb dich mal nach oben in die Aufrichtung. Spürst du deine Beine? Geh so tief, wie es für dich okay ist. Noch vier, noch drei, noch zwei, noch einen. Und hochkommen und trippeln. Du kannst auch gehen am Platz. Wenn du willst, wirst du schneller. Tempo. Puls wieder etwas nach oben.
Und dann nochmal gehen, weitergehen. Und jetzt gehen deine Arme zur Seite, Handflächen zu mir. Und du machst ganz kleine Bewegungen nach hinten. Die Hand drücken, schieben zurück. Und du spürst die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern. Ganz kleine, schnelle. Der Nacken ist entspannt. Wenn du merkst, du verspannst dich, dann mach natürlich Pausen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Arme lockern. Gehen oder nochmal trippeln. Komm, komm. Kleine, schnelle. Puls etwas nach oben bringen. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Locker. Kurz etwas kleiner werden in der Bewegung. Und dann nimmst du ein Bein nach hinten. Die Daumen zeigen zur Decke. Vorne ist dein Knie gebeugt. Das wollen wir kräftigen und wir kräftigen den oberen Rücken. Und jetzt gehst du im Knie vor und die Ellbogen ziehen nach vorne. Nochmal lang und zurück. Ganz ruhig dein Knie vorn. Bauch fest. Noch 2 Stück. Ich spüre schon. Und aufrichten. Merkt ihr das Bein? Nochmal ganz kurz trippeln oder gehen. Dann machen wir natürlich auch die andere Seite. Das heißt, trippel weiter. Tempo. Jetzt komisch, oder? Die eine Seite. Langsam kleiner werden. Gleich die andere Seite. Vorne stabil, Knie anbeugen. Arme seit, Daumen zur Decke. Und los geht's. Ran und weg. Folge in deinem Tempo. 10 Mal noch. Noch 4, 3, 2, 1 und locker. Trippeln, aufrichten, Beine spüren, ja, ich auch. Endspurt. Komm, komm, komm. Und langsam wieder kleiner werden. Ich komme zu dir. Locker dich aus. Komm weiter auseinander jetzt. Und jetzt kommst du auf dein rechtes Bein. Stütz dich ruhig ein. Linke Handfläche zu mir nach vorne.
Stell dir vor, du stehst zwischen zwei Wänden, ganz eng, aufrecht. Und jetzt hebst du das Bein und ziehst die Hand zum Fuß. Seitliche Rumpfstabilität. Knie nach außen. Noch einer und gleich mal wechseln. Handfläche nach vorne auf dein linkes Bein und los geht's. Seitlich bewegen. Geht noch. Noch fünf. Außenseite auch vom Oberschenkel spüren. 4, 3, 2, 1 und trippeln. Alles noch gut? Sehr schön. Jetzt ruhig Tempo geben, ein bisschen schneller werden beim Trippeln. Gib Gas. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gehen. Grätsche. Bleib hier locker im Gehen. Nimm deine Hände vor deinen Körper. Und jetzt boxst du nach vorne. Und zwar immer, wenn rechts geht, die linke Hand und umgekehrt. Und das machst du kraftvoll. Also nicht ins Gelenk schlagen, sondern muskulär abstoppen. Jetzt, 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 genau. Kraftvoll nach vorne boxen, hol dir Kraft in der Körpermitte, Kraft in den Armen. Auch der Puls geht nach oben, wirst du auch merken, wenn du Arme und Beine gleichzeitig bewegst. Noch mehr. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen. Locker. Auslockern. So richtig hin und her. Und jetzt lässt du deine Arme schwingen. Rechts gehen, links gehen. Und die Arme rotieren um den Körper. Ganz wichtig auch für unseren Alltag ist diese Beweglichkeit in der Rotation. Kleiner werden, wieder in den hüftbreiten Stand kommen, auspendeln, Handflächen zusammen, Finger verklinken und den Rücken richtig rund werden lassen. Ganz rund. Jetzt atmest du ein, nimmst ein Bein zurück und die Arme zur Seite. Klapp mal die Handflächen nach hinten und schieb die Ferse tief. Hinteres Knie strecken, vorderes ist gebeugt. Dehnung vorne spüren, weit aufmachen. Und noch einmal wieder rund nach vorne kommen. Und dann nochmal einatmen, weit aufmachen, hinteres Knie strecken, Ferse nach hinten unten. Und nochmal wieder auflösen, rund. Und wenn du rund bist, richte dich auf, nach oben. Bleib hier, fass mit deiner linken Hand dein rechtes Handgelenk, beuge rechts, zieh deine rechte Seite lang. Beuge links, langziehen, im Wechsel, die ganze Seite aufdehnen, rechts und links. Bist du wacher? Zur Mitte kommen, Arme lockern.
jetzt kommt ein Test. Aufrichten, Knie strecken und zieh dich auf die Fußspitzen nach oben. Versuch dich einen Moment hier zu halten. Körpermitte. Sehr gut. Sehr gut, komm runter, schüttel dich aus, locker. Alle Faszienrezeptoren aktivieren, indem du dich schüttelst und rüttelst. Nochmal einatmen, strecken und vielleicht auch gähnen, langziehen. Denk öfters am Tag an deine Aufrichtung, denk immer mal wieder daran, dich zu bewegen. Und wenn das nur 2 Minuten in der Stunde so ein Strecken ist, so ein Räkeln ist oder die Füße abrollen oder die Armbewegung oder das Schulterkreisen, was auch immer, immer wieder heute an mich denken, dich bewegen. Du wirst merken, es tut so richtig gut. Atme ein, zieh die Schultern hoch, atme aus, lass sie nach hinten unten sinken, nochmal einatmen und nochmal aus, ein und aus und dann bleiben die Schultern entspannt hinten unten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wie fühlst du dich? Gut? Fit für den Tag? Sehr schön. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich natürlich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar. Wenn du magst, kannst du meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank. Du findest den Link unter dem Video in den Beschreibungen. Klick drauf, dann kannst du entscheiden auf deine Unterstützung. Dann kannst du entscheiden, mit wie viel Monat du mich unterstützen möchtest. Das kannst du auch jederzeit abändern. Danke. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!